DAX-Vergleich zu Handelsbeginn einen Raketenstart hinlegen und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute am Freitag. Es ist so, dass die Reformvorschläge eingegangen sind bei den Gläubigern. Wir haben auf Finanzmarktwelt den Wortlaut der griechischen Reformliste wiedergegeben. Tenor in etwa, um es mal grob zusammenzufassen, das, was eigentlich die Gläubiger, die Institutionen vorgeschlagen hatten im Juni noch, als dann ja Tsipras das Referendum aus dem Ärmel zog. Also das hätte man sich vielleicht schenken können, wie auch immer. An den Märkten sorgt das erstmal für Euphorie. Man denkt, die Sache ist jetzt geritzt, aber es gibt noch zwei Hürden. Erstens, heute muss das griechische Parlament selbst seine Zustimmung noch dazu geben zu dieser Reformliste. Und das zweite ist, reicht das wirklich? Denn die Gläubiger haben ja unisono eigentlich gesagt, die sollte es ein drittes Hilfsprogramm geben, dann ist das härter als das, was wir damals vorgeschlagen hatten und was ja dann abgelehnt wurde im Referendum. Also noch ein paar Unsicherheiten, aber das stört die Bullen derzeit nicht. Auch in Asien herrscht Fröhlichkeit, der Nikkei 0,11% im Plus, Hang Seng plus 2,12%, Shanghai jetzt wieder 5,16%, da die Machthaber eifrig manipulieren, so ziemlich jeden zwingen, Aktien zu kaufen und jedem verbieten, Aktien zu verkaufen. Es gibt Polizeirazzien, wo Leute untersucht werden, wo Firmen untersucht werden, ob sie Short-Positionen hatten. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Überhaupt ist die Hälfte der Aktien in China vom Handel, in Festlandchina nach wie vor vom Handel ausgesetzt. Also ein wirklicher Markt findet dort nicht mehr statt. Wir haben dann Australien 0,62%. Was haben wir heute an Terminen? Nichts eigentlich, aber eine Rede von Janet Yellen, 18:30. Das könnte nochmal ein bisschen von Bedeutung sein, nachdem das FED-Protokoll ja Mitte der Woche ziemlich aussagelos war. Kann sein, muss nicht sein, schauen wir mal, würde Franz Beckenbauer sagen, was die Zinspolitik betrifft, dass der Tenor der FED wahrscheinlich ist, von Janet Yellen nichts anderes zu erwarten. Viel mehr erwarten können Sie hingegen von finanzmarktwelt.de, denn da finden Sie eben Informationen, die relevant sind, unter anderem, dass die EZB eben scheinbar nicht kontrollieren kann, was in Griechenland mit der Notenpresse passiert. Überraschenderweise reichen die Gelder ja, wie gestern die Leiterin des Bankenverbandes sagte, mindestens bis Montag. Das widerspricht allen Insider-Äußerungen, die wir zuvor gehört haben. Und es liegt der Verdacht nahe, dass an Athen einfach Euros gedruckt werden, damit aus den Automaten etwas kommt. Und dazu finden Sie heute einen Artikel auf finanzmarktwelt.de. Jetzt schauen wir mal rein in die Charts und gucken, was sich hier tut. Und sehen, da ist er, den deutschen Leitindex auf X-DAX-Basis. Noch findet ja kein Handel statt. Auch auf X-DAX-Basis, dazu ist es noch zu früh. Aber nach aktueller Indikation dürften wir fast gut 270 Punkte zulegen, würden also im Bereich 11.220 etwa landen. Da wird es dann schon ein bisschen ungemütlich. Okay, wir können jetzt noch bis 11.280 in diese Zone, 11.280,90 hier, diese Tops, die wir hier gesehen hatten, Ende Juni, Anfang Juli, dann wäre hier noch die 11.360er Marke interessant, die wir hier gesehen hatten. Wir springen natürlich aus diesem Abwärtstrend raus, den wir gestern hier überwunden haben, gar keine Frage. Das ist erstmal drin. Wir glauben aber, dass jetzt mit diesem Sprung schon sehr viel eingepreist ist, den der DAX gleich zu X-DAX-Start machen wird. Das kann sich auch noch verändern, wie gesagt. Die Märkte sind nervös, da kann noch was nach oben kommen auf X-DAX-Basis oder noch was nach unten kommen, das muss man sehen, aber es wird auf jeden Fall ein großes Aufwärtsgap gerissen. Schauen wir uns mal die amerikanischen Freunde an, hier im Dow Jones, da sehen wir, okay, wir sehen hier auch bei der aktuellen Indikation des Dow einen Sprung nach oben, aber eben nicht so drastisch wie beim DAX. Der Euro hingegen, der freut sich, ist schon über die 1,11er Marke vorhin gestiegen, aber ist jetzt wieder etwas ernüchterter. Gold ist momentan ein echter Langweiler, 1161, und das amerikanische Crude Oil auch profitierend von der Erleichterung, $53.23. Also, es gibt einen Riesensatz, gibt einen Raketenstart, aber das ist natürlich charttechnisch auch ein Befreiungsschlag. Wir sind aus dem Abwärtstrend raus. Alles richtig, alles klar, gar keine Frage. Nur es gibt noch ein paar Unbekannte und es wäre nicht das erste Mal, dass der Markt zu optimistisch war, was Griechenland betrifft. Schauen wir mal, dann sehen wir weiter, würde Kaiser Franz sagen. Ihnen einen wunderbaren Freitag. Bis dann, ciao.